Moin, willkommen in Hamburg am Bahnhof Hasselbrook. Inzwischen sind auf der Strecke von Hamburg nach Lübeck viele der neuen Stadler KISS-Triebzüge im Einsatz. Auf den Regionalexpresslinien RE8 und RE80. Als Regionalbahn RB81 fahren weiterhin rote Doppelstockwendezüge von Bombardier. An diesem Tag, Ende Februar 2023, waren alle davon mit Loks der Baureihe 112 bespannt. Jedenfalls die, die ich gesehen habe. Ein Zug ist im Einsatz, der aus Baden-Württemberg zu kommen scheint. Am Steuerwagen klebt noch der Bewegtschriftzug. Vielleicht wurde der Zug dort durch Betreiberwechsel freigesetzt. Der Mittelgang wirkt recht schmal, besonders hier im Unterdeck, wo in der Mitte noch die zwei Stangen eingebaut sind. Mit einem großen Rucksack wird es dort schon etwas eng. Eng wird es auch für die Fahrgäste, die unten am Fenster sitzen. Bei diesem massiven Metallkanal an der Außenwand hat man hier nur wenig Platz, wo man seine Füße lassen kann. Es gibt einen Mehrzweckbereich für Fahrräder und Kinderwagen. Allerdings muss man 4 Stufen von der Einstiegsplattform hinuntersteigen. Aber keine Angst, auch im Steuerwagen gibt es einen Fahrradbereich und dort ist er über einen Tiefeinstieg direkt zu erreichen. Hier sehen wir einen Regionalexpress RE8 in Bad Oldesloe bei der Abfahrt nach Hamburg und hier einen RE8 in der Gegenrichtung nach Lübeck. Etwas stadteinwärts von Hamburg-Tondorf liegt der Bahnübergang an der Jenfelder Straße. Hier gibt es noch Schranken mit Behang. Die Glocke schlägt einmal, dann schließt sich der Bahnübergang schon wieder für die nächste Regionalbahn. Thank you.
Zum Abschluss sehen wir den Zug mit dem Steuerwagen aus Baden-Württemberg in Hamburg-Hasselbrook und gleich darauf einen RE. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.